Freunde, unser Mehrfamilienhaus. Ist komplett am Arsch. Also Problem ist, wir hatten hier einen extrem krassen Wasserschaden. Das ganze Haus ist unseres. Und wir hatten hier so einen krassen Wasserschaden, das ist durch drei Stockwerke komplett durchgelaufen. Also eine Wohnung komplett nass, eine Wohnung drunter komplett nass, Keller komplett nass. Wir gehen jetzt mal rein, ich zeige euch das Ganze mal. Das ist nicht so geil geendet. Ja. Der eine Mieter, bei dem es dann in der Wohnung entstanden ist, alles, der ist ausgezogen. Drunter, ja, die haben jetzt leider Trocknungsgeräte bei sich in der Wohnung und im Keller auch. Wir schauen es uns mal an, das ist echt. Also hier ist der Schaden entstanden in der Wohnung. Erstes Obergeschoss. So. Folgendes ist passiert. Wir haben ein paar Bilder gemacht im Eifer des Gefechts. Also jetzt ist schon alles wieder rausgerissen. Die Trocknungsgeräte laufen. Jetzt zeige ich mal den Ist-Zustand. Hier ist jetzt die Küche gewesen ursprünglich. Also hier ist so ein Trockner. Der entfeuchtet die Luft, also das kommt aus der, nimmt die Luftfeuchtigkeit raus und das geht dann so einen Eimer rein. Den muss man dann einmal am Tag ausleeren für die nächsten 4 Wochen. Hier steht ein zweiter Trockner noch, hier war das Esszimmer. Hier auch sammelt sich das Wasser drin und das wird dann rausgeleert einmal am Tag. Ja, der Schaden ist hier so entstanden, ich zeige euch mal kurz, wo das entstanden ist. Also hier war die Küchenzeile mit der Spüle, hier ist der Abfluss und das Problem war, es hat so krass geregnet hier, vor 3 Wochen war das etwa, hat so übertrieben heftig geregnet und da gibt es das Baujahr 50 oder 45, so ist das Haus und es wurde angebaut und da gibt es eine Wasserleitung, die außen runterkommt, also Regenrinne, die geht ins Haus rein, die war verstopft wegen Blau oder so. Und dann hat sich das hochgestaut, das ganze Regenwasser, und kam halt hier raus aus dem Abfluss und ist hier alles reingelaufen in die Wohnung, komplett. Es stand so hoch das Wasser in der Wohnung, die ganze Wohnung war noch vermietet dann. Der Mieter ist Gott sei Dank ausgezogen, danke dafür, dass du die Wohnung leer gemacht hast, dass wir hier schön, sauber machen und aufräumen und renovieren können. Der hat jetzt eine andere schöne Wohnung gefunden und Glück gehabt, dass er da mitgespielt hat. Und hier ist jetzt alles durchgelaufen, komplette Wohnung unten ist nass, da können wir leider nicht rein. Weil die ist vermietet, ist echt scheiße gelaufen, ja. Keller auch komplett nass, zeig ich euch danach. Und es ist halt der Putz nass, das sieht man nicht, aber die Feuchtigkeit hockt im Putz drin. Und die Trockner ziehen das raus, genau. Hier haben wir Holzdecken und deswegen ist halt die Wohnung hier nicht so schlimm betroffen wie die drunter, weil alles direkt durchgelaufen ist nach unten. Ja, das Gute an der Geschichte ist, jetzt können wir die Wohnung renovieren. Das Schlechte ist, es ist ein Haufen Stress. Ja. Mega stressig. Ich schätze den Schaden schon 30.000, weißt du. So, jetzt hat man gesehen hier mal, wie es gehen kann. Ja. Der Vorteil von älteren Objekten wie diesem hier ist halt im Einkauf, du kannst halt bessere Preise realisieren, bessere Renditen. Kannst schon gute Rendite fahren. Ja. Risiko, es kann halt mal sowas passieren. Genau. Im Neubau ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, sehr gering. Aber auch vorhanden, aber gering und dementsprechend ist auch die Rendite halt viel schlechter, aber man hat halt auch den Stress, weil das hier zieht sich jetzt locker 8 Wochen, bis wir da raus sind wieder aus der Sache und oder vielleicht auch 10 und ist halt stressig, ja. Wenn man den Stress in Kauf nimmt, kann man bessere Renditen erzielen, wenn man keinen Bock auf Stress hat, dann vielleicht auch besser was Gemanagtes kaufen oder Neubau oder irgendwas, aber hier muss man jetzt, man muss halt echt danach gucken und dann kann ich einfach sagen, hey, lass es mal. Jetzt gehen wir mal noch in den Keller. Gucken wir mal, was im Keller abgeht und schauen uns das mal an. Aber auf jeden Fall immer dran denken, so ältere Häuser, kann schon mal was Hässliches passieren. Bei neueren auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Umso höher die Rendite, desto höher auch das Risiko ist halt einfach. Muss man abwägen, genau. Was ist der Vorteil, wenn das jetzt komplett renoviert? Vorteil, ja, du hast eine schöne neue Wohnung, gute Lage, Altbau hier in Heilbronn. Ist cool auf jeden Fall, wenn es fertig ist.
Nachteil ist halt der Aufwand. Ja. Lage ist gut, Haussubstanz auch gut. Ja. Es kam halt, ist halt der Wasserschaden dazwischen, aber grundsätzlich haben wir nichts falsch gemacht damit jetzt so im ersten Moment, da geht's mal. Ja. Jetzt gucken wir halt mal noch wegen dem Schaden, wie teuer es im Endeffekt wird, aber es wird schon eine große Summe sein, weil halt drei Stockwerke durchgelaufen ist. Jetzt unten können wir leider nicht reingehen in die Wohnung, weil die ist vermietet. Da will ich jetzt nicht so frech anklopfen. Und im Keller gehen wir jetzt mal rein. So, jetzt sind wir im Keller kurz, hier ist das Wasser gestanden im Keller, durchs Haus durchgelaufen komplett. Ja, hier kam das Wasser so runter, so sieht man auch. Wasserkübel, da zieht Wasser raus hier. Und ja, es gibt eine gute Nachricht bei der ganzen Sache. Wir haben echt gedacht, scheiße Mann, wir zahlen uns jetzt hier dumm und dämlich. Aber hey, die Versicherung hat es übernommen, toi toi toi, Glück gehabt. Kosten, die angefallen sind, sind halt die Entrümpelung von der Wohnung oder Ausräumen von der Wohnung. Den Rückbau vom Boden, der Küche und die ganzen Verkleidungen in der Erdgeschosswohnung ist Holzverkleidung, die Wände und die Decken sind holzverkleidet. Das musste alles rückgebaut werden. Dann wurden die Trockner aufgestellt, die laufen jetzt ewig. Das ist teuer auch, die ganze Dinger musst du ja mieten. Die laufen jetzt dann ein paar Wochen durch. Danach wird die Instandsetzung wieder kommen von den Wohnungen, also Erdgeschoss, wo vermietet ist. Man muss halt wieder so hergestellt werden, wie es war, weil der Mieter das gerne so hätte. Ja? Und oben die Wohnung, die machen wir halt komplett neu. Das ist halt das einzige Gute, dass wir dann halt eine Wohnung haben, die halt danach wieder gut dasteht. Ja. Zusammengefasst ist halt einfach nur Stress. Ja. Es ist ein Stress, der auf uns zugekommen ist, unnötigerweise. Es gibt eigentlich nur eine Downside, ist in dem Fall eine Upside, die ist überschaubar. Mir wäre es lieber gewesen, es wäre nicht passiert. Aber sowas gibt es halt einfach auch mal. Muss man mit rechnen und wird früher oder später passieren, wenn man viele Wohnungen hat, dass sowas auch trifft. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Wasserschaden hattet. Wenn ja, wie war das bei euch? Hat es funktioniert? Hat es nicht funktioniert? Alles mit der Versicherung oder musst du dir selber zahlen? Und lasst mir einen Daumen da, wenn dir das Video gefallen hat. Also mein Pro-Tipp am Ende. Schaut immer, dass ihr eine gute Versicherung habt. Zum einen, die ganzen Schäden abdeckt. Leitungswasser, Abwasserschäden, Elektro, Kurzschluss, Brand, alles muss abgedeckt sein mit der Versicherung, wenn ihr das Haus komplett besitzt. Dann habt ein gutes Verhältnis zum Mieter, weil wir sind jetzt echt dankbar, dass der Mieter, dass wir mit ihm reden konnten, dass er einfach chillig von sich aus sogar ausziehen wollte dann. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ansonsten haben wir einen mega großen Schaden am Start hier. Die Wohnung, wie die aussehen wird, wenn wir die renoviert haben und saniert haben, vielleicht machen wir sogar eine Kernsanierung, das schauen wir dann noch. Dann, das zeige ich euch dann in einem der nächsten Videos. Wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert den Kanal, denn dann kriegt ihr eine Push-Notification, wenn ihr die Glocke anmacht für das nächste Video. Wenn es kommt, dann seht ihr die Wohnung, was wir daraus gemacht haben. Da könnt ihr auch einiges dabei lernen und das für eure Projekte übertragen. Dementsprechend wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und good luck, dass ihr keine Wasserschäden bekommt. Echt good luck.